Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Propant. Ja, wir spielen hier eine Zombie-Map, also in der Heimat von Saraza. Wir machen einen Familienausflug und genau. Natürlich mit dabei hier auch der Tommy D'Angelo mit seiner roten Cappy, der Currywurst Hallöchen. Aufgeplatzt wie sonst. Was? Der Major hat auch den Bombenrucksack dabei. Natürlich der Bronze, ja, der Mann mit dem seltsamen Bart. Und der joint gerade noch Walle, nach, ne? Offensichtlich. Oh. Ja, ich komme gleich. Ah, und der Walle auch. Mit den schönsten Haaren der Welt, sage ich natürlich nur. Ja, so, weil da muss ich ja immer was Nettes haben. Ja, ich habe die ganze Zeit so eine Mütze auf, sehe ich gerade, immer noch. Beim Patrick fällt mir gar nichts mehr ein, Nettes. Los. Also ist die letzte Folge Propant. Ich habe dich auch lieb, Dennis. Boah. Dazwischen, kurze Information, wichtig, dazwischen wird es dann noch ein paar, wenn wir in Kürze dann andere Garry's Mod-Spiele spielen, gibt es ja noch ein paar andere, die werden wir ausprobieren. Kann aber ein bisschen dauern, bis dann die nächste Folge wieder kommt. Dauert ein bisschen, wir müssen halt mal zusammenfinden und so. Und haben jetzt halt eine längere Session gemacht. Eigentlich hätten wir viel mehr Folgen gehabt, aber uns ist ja die erste Aufnahme weggeraucht. Deswegen ist es ein bisschen blöd gelaufen. So, 3 Minuten dauert die Runde. Wir sind Hunter. Und diese Karte heißt Zombie Bunker. Deswegen ist die ein bisschen cooler gemacht. Hier vorne seht ihr dann auch diese Zombies und so. Es gibt halt ganz viele verschiedene Maps. Wer lebt denn jetzt noch? Nur ich? Scheiße. Oh. Curry, ich hab den Curry vorhin schon gesehen, der Curry ist so eine rote Box, die läuft irgendwo rum. Du hast den Curry mal fett verraten gerade. Naja. Vielen also Dank, Dennis. Und Patrick müssen ein Team auswählen, ne? So. Ja. Bleibt noch. Ja, da ist was dran. Das ist richtig, ja. Ja, und hier mit ein paar lustigen Leuten, immer noch die wie in derselben letzten Session proper, in der letzten Folge vielmehr. Gesellen und dann bin ich mal gespannt, wer da bei den Garry's Mod noch mitspielen wird. Da hat man viele lustige Leute am Start. Der Zombie, mit dem wollte ich auch noch was aufnehmen. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Da müssen wir auch noch mal ran. Wieder viel TTT. Ach. Die laufen von alleine. Boah, Alter. Holt ihn euch. Alter Schwede. Das kommt mir bekannt vor. Wo bist du, Wurst? Hier sind runter. Alter, das ist ein bisschen scheiße. Bei der Treppe glitscht und backt das durch. Da verliert man als Gegenstand. Der Gegenstand wird unsichtbar. Gegenstand, Gegenstand! Wo ist der? Da, die Schuhe! Ah, lass die Treppe sein, ey, das ist echt mies. Wenn man dann so verschwindet. Okay, Treppe lass ich sein. Boah! Oh Mann. Ging trotzdem nicht. Hä? Boah! Hä? Bronze. Wo ist er hin? Ich weiß, was er gemacht hat. Ja, der hat sich wahrscheinlich nach einem Gegenstand verwandelt. Guck mal, der Schrank steht da so komisch. Warte. Der muss sich ja bewegen. Da ist er, der ist immer noch da. Da ist er schon. Komm, den muss er erwischen jetzt. Wie eine Maus oder so, weißt du? Ja. Dann tritt sie gegen den Schrank und dann kommt er. Okay, du hast ihn aber getroffen. Kann nicht treffen. Wo ist der? Boah, Alter. Du hast das Ding abgeschossen. Fuck, ey. Ah, du hast die Treppe genutzt. Ja, aber ich wollte nur mal runterlaufen. Ich halte mich ja von der Treppe fern. Das Problem ist, dass man in der Treppe halt stackt. Bist du jetzt unten oder oben? Ich bin unten. Gut, ich bin unten. Mann, die Wurst wieder. Weißt du, die Wurst im Dienst jetzt. Das ist ein bisschen schade. Das ist natürlich auch keine Curry jetzt gar nichts für. Das wusste auch vorher, haben wir es nicht die Karte. Die Karte halt schon mal irgendwie privat sozusagen gespielt, ohne Aufnahme. Deswegen mussten wir bei dieser Treppe. Das ist mies. Jetzt habe ich die... Hallo. Du hast schon gewonnen, leider. Das war's. Schwer, ne? Ach, Curry hat es gepackt tatsächlich. Ja. Wer war denn gerade mit mir da unterwegs und hat gejagt? Dennis, glaube ich, oder? Dennis, ja. Ja. Du hast mich getroffen die ganze Zeit, ne? Nee. War echt krass. Also man sieht, das Ziel ist echt extrem schwer. Extrem schwer, aber doch zu finden. Aber doch zufriedenstellend. Zufriedenstellend? Okay, jetzt geht die Runde los. Ich bin mal gespannt. Und diesmal wir müssen mit einer suchen. Truppe. Wir verstecken uns. Jetzt sind doch endlich alle dabei. Alle. Ah, ich habe so ein schönes Versteck. Mich wird man nicht entdecken. Dennis tot. Das hat been released. Nee. Dennis. Warum liegt da eine links neben... Jetzt die Runde dauert wieder länger. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Du musst die gute Propant-Kimmütze ansehen. Okay, da ist nichts. Wo bleibt ihr denn? Bist du denn? Dennis. Ja. Oh, ist doch schön gemütlich hier. Warte mal. Ah. Evan. Evan. Oh. Ah, Mandy, komm her, du Box. Da wollte er gerade ein Blumentopf werden. Och, Mano. Ja, ich hab mich wieder verdrückt am Anfang. Ich finde es voll schwer, den Gegenstand zu erwischen.
Kann nicht sein, dass in wenigen Minuten meine Facecam ausfallen würde, deswegen verabschiede ich mich mit meinem Gesicht. Oh nein. Weil die Folge gelaufen ist, die Kamera, mit der ich das mache im Moment. Wir hatten ja, bevor dieser Session... Halt da. Zwei Stunden. Zwei Stunden Session. Da schwebt das Buch, Da ist die Couch. Scheiße. Wow. Jawohl. Wie soll ich hier eine Couch verwandeln? Also, weißt du, du guckst in den Raum, läuft da so ein Schrank rum, weißt du. 3 Minuten. Ja, der Walks halt, ne? Guck. So, der Salazzo und ich leben noch. Alter, muss ich Trick 17 nutzen. Ernsthaft? Was davon bist du denn? Voll assi, ne? Was davon bist du denn? Wer kennt das überhaupt? Der ist eine Dose. Bist du jetzt hier die Treppe hoch? Nee, bist du nicht. Boah, der war gut getroffen. Wie bin ich der Letzte oder was? Hallo, Sarazza. Nee, der Wal ist auch noch da. Der chillt auch hart ab. Hallo, Sarazza. Der ist auf jeden Fall in der Raum hier. Soll das eine Anspielung auf mich sein? Nee. Okay. Wo bist du? Also eine Dose ist klein, ne? Nee, da ist jetzt keine Dose mehr. Was? Da ist keine Dose mehr. Ah, die war trotzdem drin. Nein! Komm her! Warum? Nein, ich sag's nicht! Oh Gott! Oh nein! Oh Gott! Verwandel dich! Yes! Scheiße! Yes! Oh, das ist geil, aber. Hat richtig Laune gemacht. War eine lustige Runde? Alter, ich wüsste. Und Dennis lebt noch? Ja. Und der Dennis ist dahin, wo er hingehört. Ja. Ja. Im Keller. Ey. Das stimmt, ey. Soll ich mal vorbeikommen zum Saubermachen, Dennis, hä? Ja, bitte. Kaputt, ja, das war zu, das ist zu viel Tipp, das ist zu viel Tipp. Warum? Hä? Zum Saubermachen. Hat jemand mal eine Zeitung? die Tipps kann man ja auch selber geben. Es war aber lustig, wie gerade so gelaufen ist. Also ist schon ein geiles Game, macht schon richtig Laune und ihr könnt ja auch mal schreiben, ob wir das nochmal spielen sollen. Eine Toilette kann man nehmen. Aber wie gesagt, erstmal probieren wir dann in Kürze ein paar andere Garry's Mod Spiele aus. Vielleicht nicht direkt übermorgen dann wieder, kann sein, dass es ein bisschen dauert, aber wird kommen. Freut euch drauf. So, 13, 12. Dennis, komm. 10. 9. Put. 7, 6, 5, 4, 3. Der ist 2, oben, der ist oben, Leute. 1. Okay, jetzt bei der Run-Dings darf die Treppe, Alter, nicht mehr benutzt werden, oder was, ne? Ja, das ist ne... Willst du mich fragen? Hä? Wo ist der hin? Der war gerade hier oben. Hauptsache eine Toilette geht erstmal so aus dem Raum raus, weißt du? Wie geil das aussah, ey. Da ist die Lampe hier. Ja, als großer Gegenstand geht das. Wo ist er denn hin? Nicht, ne? Ja, klar. Wo ist er denn hin? Oh, Mann. Ja, die Schussgeräusche gar nicht. Ich dachte, erst die Lampe ist nur voll. Ja, ja, da ist sehr schön. Ey, komm mal, die Toilette war schon sehr gut, müsste ich schon sagen. Das war schon Hammer. Ja, die stand da ziemlich gut. Die Toilette, da hätte ich, glaube ich, sich gar nicht so schnell wegbewegen. Aber du wolltest sie vorbereiten, ne? Dachte, ich muss eh rennen, dann nutze die Gelegenheit. Sarazza hat dann auch hier einen Porzellanexpress kurz benutzt, ja? Ja. Alter, gib mir das Bild. 20 Sekunden, da müssen wir suchen. Kann man sich eigentlich auch schon blind bewegen oder kann man sich gar nicht bewegen? Ich weiß, du kannst dich gar nicht bewegen, glaube ich. Aber wie gesagt, wenn ihr Propern selber mit eurem Kumpel spielen wollt oder einfach am Server, könnt ihr Garry's Mod runterladen, kostet bei Steam, glaube ich, 10 Euro oder so. Ne? Ich weiß gar nicht genau, aber so ist empfehlenswert ist dazu, wenn ihr euch noch Counter-Strike Source holt, dann habt ihr nämlich auch alle Texturen direkt. Und ebenfalls sogar Team Fortress ist sogar free to play. So, und jetzt suchen wir mal direkt. 4 Minuten haben wir. Ja. Curry, bist du ein Objekt, Curry? Was? Ein Objekt? Hier in der Karte, denkt dran, können wir auch Sachen in die Hand nehmen. Ah ja, stimmt, habe ich voll vergessen. Alter. Also kleiner Hinweis, das Bild oben auf dem Dings ist auf jeden Fall weg. Also irgendwo müssen... Das Bild ist doch nicht weg. Das Bild steht da noch, nur woanders. Nee, Kevin. Das ist woanders, das Bild. Ich hab's mitgenommen mit E. Kevin. So nicht mit mein kleiner Purzelbäumchen. So geht das nicht. Mein kleiner Purzelbäumchen. Ja, bitte. Ja, komm mal her. Also mein kleines Wäldchen, ne? Du alte Schamhaberhaarung. Die Presse, die Presse. Du alte Schamhaberhaarung. Was ist denn da schon wieder? Was ist das denn? Der Benny, ey. Alter, da rollt wieder Dennis zu Hause. Oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Ding hat sich gerade bewegt. Oh, guck mal. Komm mal her. Guck mal da rein. Was da drin passiert ist. Ja, Dennis ist undicht gewesen. Da ist Blut, aber wieso? Ich habe hier gerade irgendwo gegengeschlagen. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man die Karten dann noch gut kennt. Das tun wir natürlich in dem Fall nicht. Warte, Alter, mal. Wer stöhnt denn hier so? Tommy, das war Tommy. Das war Scheiße, ey. Ich hing da fest, ich konnte da wieder nicht mehr weg, ey. Gut gesehen, Benny, ey.
Benjamin Button. Manche Waschbecken kann man aber auch nicht bewegen, obwohl man die... Der Major ist ruhig. Der Major ist immer sehr ruhig. Ja. Herr Major. Major? Majoritätsprinzip. Ach, was ist das denn hier? Verrate bloß nicht zu viel, Major. Schrotmunition, die sich selber bewegt hat. Ey, also der Major ja, das ist so eine Knallmuni, weißt du? Ein Blick, aber läuft denn hier? Fuck! Super, Dennis, super, Alter. Guten Tag, guten Tag, hallo! Tschüss, Kevin! Boah, alter Major. Tschüss, Kevin. Was denn? Major, alter Schwede. Was? Nix. Yeah! Wuhu! Was denn? Machst du irgendwas Falsches? Nö, nö, ich sag doch gar nichts. Ja. Wo ist der Major? Noch eine Minute und knapp 15 Sekunden, dann muss gelaufen werden. Alter, voll die Waffenkammer hier, ey. Der Major, ey. Wo versteckt ihr Pause. Öckele Säckele! Wo bist du, Major? Öckele Säckele! Major, sag mal, wo du bist. Gutes Versteck. Wo ich bin? Hm? Okay, ich geh mal nach unten. Ich glaub unten irgendwo. Also ist er oben. Ja, Dennis kennt mich schon mittlerweile. Ja, irgendwie verarscht er mich. Ich weiß nicht, ob man den Major... Würde er noch nie tun. Schwierig, schwierig hier. Ja, ist echt schwierig, die Karte, aber... Patrick, wie gesagt, ohne diese eine Minute Laufregel... Ja, bei mir läuft. Und bei dir? Ja. Bilde mich gerade ein bisschen weiter. Läuft wie gedruckt, ja, Major, ne, Patrick? Major, du musst dann aber auch mal richtig laufen gleich, ne? Nicht nur so... Ja, wie gesagt, ich bilde mich ein bisschen weiter. Ist ja schön. Oh, hier, guck mal, Buch oder so, oder Ordner oder sowas. Oh, ich habe nicht mehr viel Leben, ich darf nicht mehr viel verfehlen. 15 Sekunden noch. Oh mein Gott, es wird spannend! Nach der Werbung. Das wird echt ein krasses Finale jetzt. 10, 9, 8, so. Major. 7, jetzt 6, aber hier, Major, bewegen. 5, 4, 3, Major, 2, los! Wie bei der 1, Bundeswehr. Los! Kommt her! Erstmal gucken, ob hier frei ist. Patrick, drück einmal E. Okay. Nein, nochmal. Okay. Okay, ich hab ihn unten, ist er. Ich bin er ist hier in diesem Raum hier. Ja, in welchem Raum denn? Ja, komm mal unten, ist ja irgendwo drinne. Die Mate. Komm, Patrick. Ah. Nein! Hier ist gerade was reingekrabbelt. Da! Ja, hier! Oh, Scheiße! Ich hab erwischt, Major! Schade. Oh. Hab ich dich gesehen, du kleiner Major! Voll die Partymusik, Alter! Ja. Ey, was immer, wenn man, eine Runde machen wir noch immer, hier! Wenn man gewinnt. In der finalen Folge von Prabhunt, da habt ihr, glaube ich, einen guten Einblick bekommen ins Spiel, wie es so läuft. Also ich finde es echt lustig, muss man sagen. Ja. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr von mir sehen wollt. Würde uns freuen. Aber wie gesagt, dann wahrscheinlich auch eher zu einem späteren Zeitpunkt. Immer verstecken! Oha, gleich geht's los. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wo seid ihr? Ich habe ein extrem gutes Versteck, finde ich. Ihr kleinen. Wo denn? Ich bin sehr zufrieden. Ernsthaft? Ich glaube, meine Facecam ist auch okay im Moment aufgefallen. Dennis! So langsam kenne ich die Karte. Scheiße, Alter. Was so also liegt denn da in der Ecke mit seinem halben Körper, ey? Bist du hier bei mir, Karion? Wer ist das hier? Das bin ich. Achso. Mann, okay. Ey, Manometer. So, wen haben wir denn hier? Ich riech das doch. Ich riech das doch, dass hier jemand drin ist. Drin. Da in dem Regal drin. In der Kopf drin. Wieso kann man die Tüte hier nicht nehmen? Alter. Also, hast du lange durchgehalten, Mann? Ich stand mindestens. Alter Curry, Mann, wie hast du das gesehen? Ich stand mindestens 20 Sekunden vor dir. Der Curry ist ein guter Hunter, ey. Sarah ist der beste Mann, ey. Was? Ja, ist echt so, ne? Also Curry hat echt schon viele Leute. Der beste Mann, okay, das okay, gut. Nee, aber ist egal. War geil, ne? Da kommen die niemals drauf, Alter. Das ist schon extrem gut, ja, ich weiß. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt ein Objekt ist, wo ich denken würde, dass man das überhaupt nehmen kann. Never. Ever. Aber irgendwann muss sie ja laufen. In zwei aber Curry, bei Curry weiß man nie, das ist das Problem, ey. Ja, die Wurst hat das herausgefunden vorhin. Was denn? Hey, Curry ist schon ein weiser Bursche, muss man echt sagen. Ein weiser Bursche. Aber du nennst mich ja immer anders. Löffel gefressen. Also wenn uns... Kackkind meinst du? Ja, Kackkind, du nennst mich immer ein Kackkind. Ja, ist ja auch was dran, also Kacke. Oh Gott. Oh mein Gott, ey.
Ich kann mich jetzt halt auch schwer bewegen nur. Aber dir ist schwierig. Curry ist halt in der Nähe. Was denn, Major? Wie dumm die teilweise sind. Ne? Nix, wo bist du denn gerade? Wie dumm die teilweise sind. Total dumm. Bist du oben oder unten, Curry? Ich hab gerade die Nase. Dann ah, das ist gerade jemand die Firma auf. Dann! Ah! Ich hab's doch gesehen! Ich hab's doch gesehen! Stell Batterie, lauf! Jawoll! So. Ich hab's doch gesehen! Ja, zu viele Hinweise gewesen. Das fällt, ja. Nee, das fällt einfach auf. Der Benny fehlt aber. War voll gut, ja. War voll gut. Also mir ist es aufgefallen. Wer hat mich jetzt erwischt? Ich? Nee, der Tommy. Das war ich. Der Tommy. Der Benjamin Button ist der Letzte, der überlebt hat. Die Benny. Schweine. Benny ist auch schwer. Ja. Ich rieche dich. Weil der Benny hat einen super versteckt, den kriegt man nicht so schnell. Nee, never. Boah, Benny ist Never ending Benny Story. Eigentlich das beste Versteck, was du machen kannst. Aber der Benny muss halt auch 40 Sekunden laufen, ne? Und dann ja, wird's Benny. Aber schnell. Als kleiner Gegenstand, wie gesagt, Treppen verboten. Zumindest die und als großen. Treppen verboten. Verboten. Ja, weil es blöd, wenn die Treppen den Gegenstand verschlucken, oder? Das ist irgendwie kann man immer so. Guck, wie den ganzen Raum da auseinandernehmen hier. Eins. Kann auch ein Spielvorteil sein. Ich weiß gar nicht. Sollte die Community vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es am besten fändet. Eins. Ist so ein hier. Spannung. Geil. Die letzte Minute bricht gleich an. Alter, Respekt, Benny. Respekt. Na, Benny. Vier. Alter, durch, mein Junge. Drei. Zwei. Eins. Benny. Ach komm, das ist doch gemein. Das ist doch. Was denn? 3-Sekunden-Regel. Ja, beweg dich immer. Komm, Benny. Bewegen. Warte, der ist hier drin. Der ist hier drin irgendwo. Ja, bewegen, Benny. Also komm. Ja, hier. Eine Treppe, eine Treppe. Benny. Zickzack, Benny. Zickzack. Lecker. Der Benny. Jawoll, sauber. Sehr Granate. Granate. Aber das haben wir eigentlich gesagt, dass wir die nicht benutzen. Ja, und ich darf die Treppe nicht benutzen, ne? Granate ist verboten. Voll lame. Mann, ich will mich verstecken. Wir sind die Sieger der Herzen, Benny. Ach, Tommy. Ja, machen wir noch eine Runde. Jawoll, einmal noch verstecken, yes. Oder zweimal, vielleicht sogar hier natürlich. Ja, jetzt finde ich auch. Für die letzte Curry. Abschlussfolge machen wir hier noch ein klein bisschen Action. Ist auf jeden Fall. Alter, what the fuck? Zwischendurch mal was anderes. Ja, so ist doch das, was ich will. Das ist doch das, was ich will hier. Okay, was? Fünf. Was denn? Was willst du denn? Vier. Ich will dich, Bronze. Drei, dich. Zwei. Was willst du? Eins. Go. Was denn? Ey, da geht's dann direkt los. Schon einer. Oh. Alter, man trifft. Alter, die Schiedertüte läuft. Ja. Vor allem das Problem ist, dass ganz viele Leute einen vor einen da noch kennen. Wir kennen die das und dann trifft ja, man die anstatt die. Es ist schwierig, sich immer dann zu entscheiden. Alter, ernsthaft, Major, ist das dein Ernst? Ernsthaft, Major, bist du so eine Pussy? Warum? Oh Mann, Major, ey. Major, wieso wo denn? Bist du wieder? Ah, der Major. Warum denn? Nix. Ja, okay. Der hat sich schon wieder sonst wo versteckt, am Arsch der Welt. Boah, ich höre die ganze Zeit die Zombies. Ich auch. Also, ich sehr schön, Tommy. Hey, mein Kumpel. Hallo. Mach dir mit noch. Wieder wegrollt. Alle leben noch. Warte mal. Drei Stück noch. Waren hier nicht vorher zwei Regale nur? Probier's doch aus und sterb. Also hier unten ist echt... Nicht so viel los, ey. Patrick, du bist eine linke Sau. Ich weiß. Oh. Und ich sag mal das, was ich jahrelang denke über den Patrick. Jahrelang. Leider daneben. Betty, bad. Wo ist das? Was war das denn? Tommy, Alter. Nein, ey. Die alte Lampenschirm, ey. Das ist immer so geil, du gehst irgendwo hin, dann kannst du es nicht hochheben und dann hö? Kann man eigentlich auch so zum Raben werden? Nee. Boah, ist das für ein Geräusch? Das hab ich immer versucht. Wäre aber cool. Zum Zombie oder so, weißt du? Ist schon eine coole Sache. Mhm. Ja, wer ist denn noch drinne? Oh, noch zwei, der Patrick. Major und PZ. Drei Stück, ja. Und der Major. Ah, die kriegen wir auch noch. Nein. Alter. Doch, Patrick, schwätzt, wenn du laufen musst. Nein. Alter, Patrick. Ich würde mir langsam Sorgen machen. Gucken wir oben weiter. Es ist schon spät, beziehungsweise früh. Es ist sehr früh. Hast du den ganzen Waffenraum durchgeguckt hier? Boah, ja, aber wirklich. Da hat er recht, der Patrick. Es wird Zeit. Oh, was sind das denn für Tüten? Cracker. Kleine Kevins müssen ins Bett jetzt.
Herr Kevin! Also soweit ich weiß, bin ich größer als du, Patrick. Egal. Soweit ich weiß, gehst du mir nur bis zur Hüfte. Du Strohhalm. Den könnte ich auch gut gebrauchen bei dem Objekt, was du bist. Nein. Was macht ihr denn hier? Inneneinrichtung oder was? Tine Wittler und sowas. Wer denn? Also noch drei was, Tine Wittler? Was ist mit Hitler? Was, Tine Hitler? Boah, was? Weißt du, Bronze? Bronze, weißt du, Bronze steht am Regal, weißt du, auf einmal, was? Alter! Oh, lebt nur noch das, der Ergün hier. Der Major, Mann. Lebt nur noch das Ergün. Ich wusste genau, dass du da bist, weil du dich selber verraten hast. Ergo. Ergo, ich muss dem verraten. Versicherung. 13, 12, 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 7, 6, Major, freundlich, Major. The clock is ticking. Ja, der Major macht das. The clock is ticking, all go. Ich guck mal. Major. Wo bist du, mein kleines? LOL. Da ist er. LOL. Major, was war das denn, Alter? Wo kommst du denn her, Alter? Gerade. Wo war der? Also, eine letzte Runde gibt es noch, liebe Freunde. Die ist noch zeitlich drin. Jawoll. Nochmal alle verstecken. Ein letztes Mal. Wieder als Hunter. Ist aber dann auch mal Schicht im Schacht. Alter, der wählt bei mir die Gegenstände manchmal einfach nicht, das ist zum Kotzen. Ja. Aber Curry, mein Versteck. Warum, was nimmst du denn gerade? Ja, das ist immer dasselbe, das ist kein Können, Major. Nee, Major, nein, Major, nein. Wo warst du denn gerade? Einfach nein, Major. Oh nein, jetzt da. Da wieder unten in dem Raum. Unten in dem Raum da. Also unter dem selben Raum, wie vorhin. Ey! Ja? Alter, wir haben doch gesagt, die gilt nicht. Ach so. Okay, warte mal, dann bring ich mich jetzt um. Jetzt bin ich ja leichter, du bist nicht der Einzige. Nein, das stimmt, das habe ich vergessen. So. Ja, war aber scheiße, Mann, aber es war eigentlich auch meine Schuld, weil ich hab dich verraten, ich bin zu spät reingekommen, ey. Dennis und Benny, ne? Fuck. Ich hatte ein super Versteck, ich war die Pistole. War echt cool. Dann schaue ich mir die Zombies noch was an hier in der letzten Runde. Leider, ja, das wird jetzt nichts. Ja, so läuft's. Tut mir leid. Kann man sich nicht auch so Curry schuld. Dislike. Na, Quatsch. Herz. Alles easy. Ja, ich hätte ja auch gemacht. Bin ich mal gespannt, wie die anderen sich jetzt hier noch halten. Ja, aber dieser Raketenwerfer ist wirklich scheiße. Wer ist denn das hier? Ja, das ist echt overpowered. Ja. Mit Dennis wieder. Leute, ihr werdet mich nie finden. Doch. Ja, ernsthaft? Einfach nur geil. Dennis ist auch wieder gut dabei hier. Mhm. Mega. Gucken wir das wieder schön an. Ey, was? Wer ist das denn bitte? Benny ist auf jeden Fall hoch exklusiv. Jawoll. LOL. Aber der LOL. Tommy, das Tommy, war echt mega, Alter. Verpeilt. Beide. Ich hab das so im Augenwinkel gesehen, dass sich da ein Eimer bewegt. Tommy, weißt du, ab in die Hölle mit dir, Tommy. Ab in die Hölle mit dir. Sorry, ich kann nichts dafür. Was ist mit ihm los, Alter? Musste. Richtig, aber da ist nichts. Der Tommy ist ganz misstrauisch. Eine noch. Ja, und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Propan fandet, wie es euch gefallen hat. Würde uns interessieren natürlich an dieser Stelle. Auf derselben Welle. Fusion. Ja, was die Leute auch besser finden, würde mich mal interessieren. TTT oder Propant oder so. Also ich muss sagen, ja. Es macht zwar Laune und so, es macht Spaß, mal wieder was anderes, aber ich finde TTT einfach besser. Ja, TTT ist ganz, ganz anders einfach. TTT ist unschlagbar. Ja, warten wir mal ab, was wir noch für Mods da raushauen werden. In Kürze, in Bälde dann, hoffentlich auch. Ja, könnt ihr euch bald das Forest-Album von Curry bei iTunes kaufen. Also ich feiere immer noch den Benny, das ist eine ganz dicke Nummer. Ja, der Benny hat's raus, ne? Der Benny ist eine ganz dicke Nummer. Ja, weil der Benny sagt halt auch nichts mehr, ne? Das ist ganz still. Chill hier so. Der Benny pennt wahrscheinlich schon weg. Der pennt wahrscheinlich schon, ja, 4 Uhr morgens so. Benny schläft. Haben wir da Brutalz in der Aufnahme. Brutalz. Richtiger Ninja. Ja, genau, ich suche mir immer ein Versteck und dann penne ich 5 Minuten. Ein neues Versteck. Und setze sich den Wecker so. Aufstehen, Benny, Runde vorbei. Bist du etwa ein Penner? Schon. Was denn? Hä? Was hat denn das damit zu tun? Aber schon geil, macht schon laut. Ja, also einfach. Du pennst ja gerne.
Ach so. Dann bin ich, wollte dir doch nicht. Bin der Benni, du hast noch 15 Sekunden, da musst du laufen, mein Freund. Oh, das ist da rausgeflogen. Major? Oh, ich glaube, das war Major und Tommy. Tommy? Mal wieder. Aber Tommy spielt noch auf jeden Major Fall. Major Tommy vielleicht? Major Tommy? Major Tom. Major Tommy! Okay, Benni, 2, 1, go. Boah, wir eskalieren. Go, go. Was? Schön langsam, Benni, nicht so schnell, weißt du so. Ach so. Benni. Schön vorsneaken, ey. Benni. Komm, Benni, du holst den Titel. Komm, Leute, haltet die Augen offen, Mann. Zum Abschied, Benni, komm, du musst es machen. Er muss da irgendwo hier ranrennen, Mann. Er muss da irgendwo ranrennen. Benni. Oh mein Gott. Benni. Sneaky time. Sneaky wiki. Da, hier oben. Was? Benni. Du hast mich nicht gesehen. An der Treppe. Da ist er. Eine Tasse. Existiere nicht. Eine heiße Tasse. Nein. Lauf, Benni. Nein. Benni, 20 Sekunden. Oh, nein. Lass das Porzellan nicht zerspringen. Nein. Nicht wahr. Erfolgreiche Sieg für die Hunter bei der letzten Folge von Propan, der vorerst letzte Folge, sagen wir mal so. Es hängt natürlich davon euch, wie es euch gefällt. Und wir werden es dann nochmal probieren. Wahrscheinlich auch bald mit anderen Mods, wie angesprochen, schon jetzt zu 10-fach ungefähr. Also, wir wünschen euch einen super Tag. Vielen Dank fürs Mitschauen in diesen Folgen. Und macht euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bis dann. Ciao.